Bevor das Video anfängt, möchte ich noch auf drei Kongresse aufmerksam machen, die ich persönlich sehr gut finde und die auch dazu beitragen, dass ihr euch weiterbilden könnt. Einerseits der Bio-Balkon-Kongress, der am 20. März beginnt, der Darm-Bewusstseinswerden-Kongress am 14. März und der Vegan-Familien-Kongress, der momentan läuft. Ich habe auch die weitere Informationen zu den Kongressen auch in der Videobeschreibung verlinkt. In diesem Sinne, viel Spaß bei der kommenden Episode von Raw 270. Der Mond ist für Ebbe und Flut verantwortlich und hat einen starken Einfluss auf unsere Meere. Aber welche Wirkungen hat er auf Pflanzen, Tiere und auch auf uns Menschen? Das wirst du in der heutigen Episode erfahren. Ein verspielter Mond schickt zauberhafte Schatten in die Obstgärten. Gerade passt ein Kommentar zu meiner Freundin. Herzlich willkommen zur 37. Episode von Raw 270. Ja, der Frühling steht schon vor der Tür und ich habe mich ein bisschen im Internet so umgeschaut bezüglich des Gärtnerns, weil ich jetzt ein bisschen auch draußen die Felder aufbereite und mir schaue, welche Saaten ich anpflanzen möchte. Da bin ich zum Beispiel auf das Gärtnern nach dem Mond gestoßen und das möchte ich euch einfach mal so vorstellen und eventuell auch als kleine Inspiration dient, vielleicht auch nach dem Mondkalender zu gärtnern, auch wenn jetzt viele meinen, es wäre ziemlich zu esoterisch, aber es ist einen kleinen Einblick, finde ich, wert und es macht auch diesbezüglich ein bisschen Spaß, mir persönlich. Also grundsätzlich gibt es vier verschiedene Mondphasen und die laufen innerhalb von 29,5 Tagen ab und die sind folgendermaßen der Neumond, der zunehmende Mond, der Vollmond und der abnehmende Mond. Der Neumond wird auch Konjunktion genannt und dabei steht der Mond zwischen Sonne und der Erde und in dieser Mondphase sind die Pflanzensäfte am geringsten. Das heißt, diese Zeit eignet sich zum Beispiel optimal für Rückschnitte von Bäumen und Beerensträucher, da diese dadurch nicht zu stark beschädigt werden und eventuell auch ausbluten und haben halt dadurch eine bessere Regenerationsfähigkeit. Dann geht es vom Neumond dann immer weiter zum zunehmenden Mond und da wird das unterirdische Wachstum angeregt, die Pflanzensäfte steigen wieder auf, die Pflanzen regenerieren sich halt wieder besser und nehmen auch besser bzw. vermehrt Nährstoffe auf und die Pflanzen, die halt über die Erde wachsen, wachsen in dieser Zeit auch am besten, wie zum Beispiel Gurken, Salat oder auch Kohlgewächs. Dann geht es Richtung Vollmond, da atmet auch die Erde aus und dort zu dieser Zeit sind dann der Pflanzensaft am höchsten. Da eignet es sich zum Beispiel am besten Früchte zu pflücken, weil die am besten Geschmack haben oder die besten Säfte aufweisen bzw. auch die Heilkräuter zum Ernten, weil diese auch dann die besten bzw. hochwertigsten Nährstoffe zu dieser Zeitpunkt haben. Außerdem sind dann die Früchte, wenn ich sie zum Vollmond einlagere, sind die dann auch am besten geschützt vor Schädlingsbekämpfungen, sind Pilzresistenz und eignen sich gut für die gegen Fäulnisse auch. Außerdem ist es auch zu dieser Zeit sehr gut, die Pflanzen zu düngen, weil wie gesagt, die Pflanzensäfte steigen nach oben, die Pflanze ist am nährstoffreichsten und zum Vollmond steht dann der Mond gegenüber der Sonne. Also das heißt, die Konstellation schaut dann folgendermaßen aus, dass die Sonne, Erde und Mond ist und diese Phase wird auch Opposition genannt. Und dann geht es dann wieder Richtung abnehmende Mond, die Pflanzensäfte nehmen dann wieder zunehmend ab und die Pflanze richtet sich dann wieder auf das unterirdische Wachstum und zu der Zeit sind zum Beispiel auch gut
Wurzelgemüse zum Beispiel anzubauen, weil die Säfte wirklich runter zur Wurzel gehen und Richtung abnehmender Mond und Neumond, dann atmet die Erde dann wieder ein. Die Pflanzensäfte nehmen ab und zu dieser Zeit sind zum Beispiel Saaten am besten. Also wenn ich irgendwelches Gemüse zum Beispiel ansehen möchte, ich kann die Erde zu dieser Zeit am besten aufbereiten, kann sie dort düngen und einfach für die kommende Anzucht bzw. Bepflanzung vorbereiten. Das ist jetzt so ein grober Einstieg in die einzelnen, das war jetzt so ein kleiner Einstieg in die einzelnen Mondphasen. Und das kann man dann nochmal zusätzlich unterscheiden, indem man nochmal die Tier-Sternzeichen mit in Betracht nimmt. Die ändern sich in einem Zyklus von 27,3 Tage. Das war jetzt schon, nach welchem Kalender man auch sich richtet, da es viele verschiedene gibt, die aufgrund von Umstellungen des Kalenders sich natürlich auch diesbezüglich verschoben haben. Das war zum Beispiel im Mittelalter oftmals der Fall. Und bei diesen Tier-Sternzeichen, wenn die 12 Sternzeichen in Trigrome aufgeteilt, das sind Dreiergruppen und die werden dann unterteilt in den Elementen Erde, Luft, Wasser und Feuer. Zu den Erdelementen zählen zum Beispiel Wurzelgemüse, wie zum Beispiel rote Beete, Karotten, Kartoffeln, Sellerie. Und in diese Erdelement wird zum Beispiel die Jungfrau, der Stier und der Steinbock untergliedert. Zum Sternzeichen Luft, das ist das Blütentrigrum und da eignet sich halt am besten zum Beispiel die Pflanzung bzw. Aussaat und Pflege allgemein von zum Beispiel Brokkoli, Artischocken oder auch vielen verschiedenen Blütlern oder komisch aussehenden Blüten. Und zu diesen Sternzeichen bzw. zu diesem Trigrom gehören zum Beispiel Zwilling, Waage und Wassermann. Dann zu den Tiersternzeichen gehören zum Beispiel Skorpion, Krebs und Fisch und es wird als Blatttrigrom angesehen. Das heißt, das ist die optimale Zeit, um zum Beispiel grünes Blattgemüse oder Heilkräuter anzubauen. Zum Beispiel verschiedene Kohlarten kann man hier optimal pflegen, sehen etc. Und das letzte Trigrom ist das Feuertrigrom und das sind hier zum Beispiel Fruchtpflanzen bzw. fruchttragende Bäume, wie zum Beispiel Johannisbeeren als Buschbäume, Pflaumen, Äpfel, Obst, aber auch Früchte wie zum Beispiel Tomaten, Gurken, Zucchini, Paprika, solche Gemüse bzw. Fruchtsorten eignen sich zu dieser Zeit am besten, sie zu pflegen, auszusehen und dort nach dem Mond zum Beispiel zu gärtnern. Und zu diesen Feuertrigrom zählen zum Beispiel Löwe, Widder und Schütze. Das war jetzt so viel zum Gärtner nach dem Mond. Es gibt noch viele verschiedene andere astronomische Aspekte, sage ich mal. Zum Beispiel beim Mond, da habe ich ja auch diverse Bücher gelesen zum Mond. Heute ist es zum Beispiel am besten, dass man Holz in den Wintermonaten zu abnehmendem Mond, zum Beispiel Holz für Bauzwecke, da gibt es auch wieder spezielle Daten. Zum Beispiel wäre zum Beispiel der 1. März, um Holz für Bauzwecke feuerwiderstandsfähig zu machen, oder die letzten drei Dezembertage, also vom 27. bis zum Neujahr, dass man hier zum Beispiel das Holz am besten zum Beispiel zu Neumond oder mit dem Tiersternzeichen Waage zum Beispiel fällt. Andere gesundheitliche Aspekte sind zum Beispiel, dass man wie ich einmal in meinem Video zur Leberreinigung erzählt habe, dass man die Leberreinigung nach Moritz zum Beispiel bei abnehmendem Mond durchführen sollte, weil Richtung abnehmendem Mond oder Neumond ist es halt so, dass der Körper sich mit der Entschlackung, mit dem Fasten beschäftigt und einfach Gifte, Toxine raushaltet, weil der Mond sozusagen ein Sinnbild für einen neu geschaffenen Körper oder für einen Neustart sein soll.
Das sollte eine kleine Einführung zum Mond sein. Da gibt es auch viele weitere Aspekte bezüglich auch des Holzes, was ich auch nicht tiefer eingehen möchte in die Thematik, aber da gibt es noch viele interessante Sachen und da möchte ich einfach von euch nochmal so kleine Erfahrungen bzw. Weisheiten von euch erfahren, die ihr zum Beispiel kennt, welche Einflüsse der Mond auf uns Menschen, auf die Gesundheit, auf uns, auf Tiere bzw. auf Pflanzen haben kann. Lasst uns einfach in der Kommentarbox ein bisschen philosophieren. In diesem Sinne, spasiba za prosmotrit und wir sehen uns in der nächsten Episode von Raw 270. Bis dahin, ciao.